Lealo, wer von euch das mal mit Snappy ausprobieren will? Snappy ist quasi das neue Paketsystem von Ubuntu, was vielleicht zukünftig in ein paar Jahren mal Einzug hält, was gegebenenfalls schon auf Smartphones in Einsatz ist. Aber auf normalem PC, der könnte Folgendes tun. Er könnte sich einen USB-Stick machen mit dem entsprechenden Image. So, mit Wget besorgen wir uns dieses. Die entsprechenden Links hänge ich mal in der Videobeschreibung an. Gut, jetzt haben wir diese Image-Datei in einer Datei auf unserem Rechner. Jetzt USB-Stick reinstecken, ja. Und dann zum Beispiel mit sudo blkid oder sudo fdisk-l. Mal gucken, wie euer USB-Stick heißt. Bei mir heißt er hier jetzt Device SDB1. Davon merkt ihr euch einfach nur SDB. Die 1 vergesst ihr mal bitte, ja. Einfach nur die SDB. Bei euch kann das auch SDC sein, also hier vorsichtig sein. Das muss genau übereinstimmen. Und an dieser Stelle dann das entsprechende einsetzen, ohne die 1 hinten dran. Nun, das passiert jetzt Folgendes. Jetzt wird erstmal dieses Image mit Anzip geanzippt und das Ganze weiter gepiped an DD. Und mit DD bitte vorsichtig sein. Das überschreibt den USB-Stick und das Ganze sollte dann ein USB-Stick sein mit 4 GB. Ja, mindestens. So, haben jetzt den USB-Stick erstellt. Dann raus aus eurem Rechner in einen anderen Rechner rein. Den anderen Rechner booten, von dem USB-Stick booten. Ja. So, von diesem Rechner aus, wo das hier nicht läuft, kann ich mich dann entweder per SSH darauf einloggen. Ja, zum Beispiel so. SSH Ubuntu at web dm.lokal Enter. Das Passwort lautet logischerweise Ubuntu, Ubuntu, Enter. Und dann bin ich da schon eingeloggt auf dem Betriebssystem, das auf meinem anderen Rechner läuft und wo der Snappy Core drauf läuft. Gut, ich könnte jetzt gucken, Snappy, was da so kommt. Da kommt wahrscheinlich eine Hilfe, wenn ich vielleicht meinen Terminal ein bisschen größer gemacht hätte. Hätte man da mal gucken können, ne? Da gibt es diverse Kommandos, was man mit Snappy alles machen kann. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, wäre es viel, viel einfacher, einfach dann auch von diesem Rechner, wo Snappy nicht läuft, uns drauf einzuloggen. Und zwar einfach in den Webbrowser eingeben, webdm.lokal Doppelpunkt 4200. Und wer das nicht erkennt, hier ein bisschen größer. webdm.lokal, das ist der Rechner, wo der USB-Stick jetzt drin steckt, an dem ich jetzt nicht sitze, ja. Und der ist hochgebootet und hat sich gemeldet, loggen sich doch mal ein und da macht man gar nichts. Sondern von diesem Rechner aus hier steuert man das fern. Da kommt man dann auf den Snappy Store, ne? Snappy Store. Und da sieht man die installierten Apps, die auf unserem Ubuntu Snappy bereits installiert sind. Hier zum Beispiel Snake habe ich mal installiert. Wie installiert man was? Man geht auf den Snappy Store. Das ist der Ersatz vom Ubuntu Store. Der Ubuntu Store stirbt ja, habe ich letztens gezeigt. Und dann kann man sich diverse Anwendungen aussuchen und direkt von dem Ubuntu Store installieren. Ne? Einfach mit Install, ja, zum Beispiel. So, und dann zum Beispiel XKDC Web Server Install drücken. Und dann wird das installiert auf unserem anderen Rechner, wo der USB-Stick drin steht. Ich merke mir jetzt einfach mal diesen Text. Ich zeige, dass man das auch per Terminal machen könnte. Ja, wenn man jetzt nicht per Firefox sich drauf einloggen will, mit sudo. Und apt-get gibt es nicht mehr, ne? Das heißt jetzt Snappy. Snappy install und dann der Name, den wir uns da gemerkt haben, einfügen. XKCD-Webserver, eine Demo-Anwendung. So, Installing, done. So, ich habe mir auch so ein Hello World-Demo schon mal runtergeladen. Diese ganzen Programme, diese Apps landen in, ich gehe jetzt mal ins Wurzelverzeichnis, CD-Apps, ja.
im Apps-Verzeichnis auf unserem USB-Stick gebooteten Ubuntu Snappy Core. Da sieht man halt, ich hatte Snake schon mal und ich hatte Hello World und ich habe den XKDC Webserver, die landen dort getrennt von allen anderen drinnen. Ne? Und dieser XKDC Webserver, den können wir uns auch nochmal angucken. Ne? Wir gehen nochmal dann auf webdm.local und drücken Enter. Und dann sieht man ein Comic, ne? Also so Comics. Ne? Immer wenn man die Seite neu lädt, kriegt man über den XKDC Webserver Demo-Anwendung immer neue Comics angeboten. Ja, also wie gesagt, wenn ich hier nicht irgendeinen Scriptblocker drin hätte oder so, dann sehe ich hier ständig neue Comics angezeigt. Gut. Also so funktioniert das. Ja. Snappy Store haben wir drin und wir können diverse Anwendungen uns runterladen, benutzen in Ubuntu Snappy. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.